Schönen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das war jetzt mal wieder ein schönes Beispiel, wie man gute Dinge ausschließlich schlecht reden kann. Es gibt natürlich viele Facetten in der Entwicklungspolitik. Da haben wir bereits einige gehört. Und lassen Sie mich auch wenige davon ansprechen. Und ich möchte zunächst mal sagen, ich danke der Bundesregierung. Es ist ein sehr guter Haushaltsentwurf für unser Entwicklungsministerium. Und Herr Leuters, das klingt nicht nur schön, das ist schön. Es ist ein Rekordhaushalt, der beweist, Deutschland steht zu seiner internationalen Verantwortung. Deutschland ist weltoffen und wir nehmen Menschen in Not bei uns aus. Und wir helfen, Frieden und Sicherheit zu stärken und den Menschen in ihrer Heimat eine Zukunftsperspektive zu geben. Und diese Politik der Regierung Merkel hebt uns ab von den düsteren Hasspredigten der Rechtspopulisten, die auf Abschottung setzen und alles Fremde ablehnen. Der Entwurf zeigt zunächst, dass Deutschland die Projekte zur Bewältigung von Flucht und der Bekämpfung von Fluchtursachen vorantreibt. 650 Millionen Euro beträgt das Plus bei den Barmitteln, bei der FZ und auch den Sonderinitiativen zur Bewältigung von Flucht, der Nahostkrise und der Bekämpfung von Hunger. Und das, lieber Stefan Rebmann, ist aus meiner Sicht zunächst mal dringend nötig, um die in den letzten Jahren vorbereiteten Maßnahmen auch umzusetzen. Das wird sicherlich zu diskutieren sein. Denn wir sind ja heute auch erst bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs. Ich warne aber davor, dass wir diese zusätzlichen Beträge als große Spielmasse nutzen, um hier und da an anderer Stelle deutlich viel draufzulegen. Auch jetzt ist hier viel Bildung drin. Im Libanon zum Beispiel finanziert Deutschland das Schulsystem mit. 200.000 Kinder gehen dadurch zusätzlich in die Schule. Es ist viel Gesundheit drin. Im Irak fördert Deutschland das Gesundheitssystem. 2 Millionen Menschen haben davon bisher schon profitiert. Und Deutschland beteiligt sich an der Ernährungssicherung von Flüchtlingen. 750.000 Menschen haben so bisher Lebensmittelgutscheine erhalten. Und auch das weiterlaufende Cash-for-Work-Programm. Hierdurch werden Arbeitsplätze für 50.000 Menschen in der Krisenregion Nahost geschaffen. Und das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Und das sollte man auch sagen. Wir leben in einer Zeit, wo bisher eigentlich immer nur schlechte Nachrichten verkauft werden, veröffentlicht werden. Hier haben wir gute Nachrichten zu verkündigen. Und die möchte ich heute erst mal in aller Deutlichkeit darstellen. Und da nicht alles eitel Sonnenschein ist, natürlich, darüber müssen wir reden. Besorgt bin ich zum Beispiel über den Rückgang der Verpflichtungsermächtigungen um fast 750 Millionen Euro bei der FZ und der TZ. Ich denke, es könnte dazu führen, dass es das zukünftige Engagement des BMZ bei der Bewältigung der Fluchtursachen und Folgen beschränken wird. Und ich weiß, dass Bundesminister Gerd Müller immer wieder darauf hingewiesen hat, dass der Einsatz von 1 Euro für die Flüchtlingshilfe in der Region den Einsatz von etwa 10 Euro ersetzt, die wir in Deutschland aufwenden müssten. Also der Rückgang bei den Verpflichtungsermächtigungen erschwert auch aus meiner Sicht die Mittelverdopplung für den Klimaschutz, die Umsetzung der G7-Beschlüsse von Elmau zur Hungerbekämpfung und auch die Umsetzung der 6 Punkte, des 6-Punkte-Gesundheitsplans im Zuge der Ebola-Krise. Ich möchte die Haushälter, und jetzt, Frau Heiduck, sind Sie ja dann dabei. Sie sind ja Haushälterin. Sie haben sich vorhin beschwert, es reicht alles nicht aus. Also, da sind Sie mit dran. Sie haben es gefordert. Sind Sie jetzt dabei? Arbeiten Sie mit? Kämpfen Sie mit dafür? Liebe Haushälter, bitte legen Sie bei den Verpflichtungsermächtigungen wieder etwas obendrauf, denn auch der soziale Frieden in unserem Land hängt davon ab, dass wir die Fluchtursachen umfassend bekämpfen. Und ohne Geld, das wissen wir alle, geht das eben nicht.
Das Flüchtlingsthema hat vielen Menschen die zentrale Bedeutung der Entwicklungspolitik verdeutlicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Entwicklungspolitik jetzt erst in vielen Köpfen wirklich ankommt. Und diese Chance, denke ich, müssen wir nutzen und klar machen, dass eingesetzte Mittel wirken und dass es in vielen Ländern auch Entwicklungsfortschritte gibt, auf die man aufbauen kann. Zum Beispiel die Lebenserwartung in Entwicklungsländern ist von 1950 von 42 auf 66 Jahre gestiegen. Und zwar vor allem durch die erhebliche Senkung der Kindersterblichkeit von 34.000 Kindern am Tag noch 1990 auf 17.000 heute. Wobei ich ganz deutlich sagen möchte, jedes Kind ist ein Kind zu viel. In armen Ländern fallen immer noch 35% aller Todesfälle bei den 0- bis 4-Jährigen an. In unseren Industrieländern sind das nur noch knapp 1% zu 35%. Und das zeigt, dass die Bekämpfung der Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern weiterhin eine Priorität bleiben muss. Laut Welthungerhilfe stirbt alle 10 Sekunden ein Kind allein an den Folgen von Mangel und Unterernährung, also fast 600 während dieser Debatte und mehr als 8.500 Kinder am Tag. Die Bundeskanzlerin hat in einem Interview bei der SZ deutlich gesagt, dass wir deutlich mehr für die Entwicklungsarbeit tun wollen, tun müssen. Das zeigt sie mit der Vorlage des Haushaltes. Sie hat aber in dem erwähnten Interview auch angekündigt, dass eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Afrika erfolgen soll. Und das ist auch zweifellos richtig mit Blick auf künftige Fluchtbewegungen und mit Blick auf den bestehenden Nachholbedarf bei vielen wichtigen Entwicklungszielen. Der Weg ist herausfordernd, das wissen wir alle, und deswegen ist auch eine positive Zusammenarbeit wichtig. Die OECD schätzt, dass in den Entwicklungsländern jedes Jahr ca. 4 Billionen US-Dollar, das sind 4.000 Milliarden, investiert werden müssen, wenn die SDGs erreicht werden sollen. Die globale Oder betrug im Jahr 2015 132 Milliarden Dollar oder 0,3% vom BIP. Das müssen wir anheben, das ist klar. Aber auch mit 0,7% ist der Weg zu 4 Billionen noch sehr, sehr weit. Sie sehen also, es gibt viel zu tun. Wir müssen alle Instrumente der Entwicklungspolitik ausnutzen. Wir müssen versuchen, sie zu verbessern. Zum Beispiel 9 von 10 Arbeitsplätzen finden sich in der Privatwirtschaft. Das mag nicht jedem gefallen, aber deshalb müssen wir auch auf den Aufbau der Privatwirtschaft und damit der Schaffung von Arbeitsplätzen als immer noch bestes Mittel gegen Flucht setzen. Ich sehe das BMZ gut gerüstet. Wir haben gute Fachpolitiker an unserer Seite, und ich lade jeden dazu ein, hier mitzumachen. Wir werden diese Herausforderung angehen, und ich möchte an dieser Stelle nochmals Herrn Bundesminister Müller und seinem gesamten BMZ-Team für hervorragende Arbeit danken. Ich freue mich auf die Beratungen des Haushaltes. Ich habe die eine Minute weniger eingehalten, bin in der Zeit, Frau Präsidentin, und bedanke mich für Ihr Zuhören. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Heike Hensel für die Fraktion Die Linke.